Heute möchte ich dir ein paar Parfums vorstellen, die immer, wenn ich sie trage, mir einen Confidence-Boost geben, die einfach so toll sind, dass immer, wenn ich sie trage, einfach so einen Motivationskick, so einen Selbstsicherheitskick geben und dir mal so ein bisschen Einblick geben, wie ich das mit Parfums handhabe und was da meine Ratschläge an dich sind. Und damit, hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und mein Zuschauer Beamerboy hat mich jetzt vor kurzem gefragt, wie das bei mir aussieht, welche Düfte für mich persönlich Confidence-Booster-Düfte sind. Und das ist jetzt genau heute das Thema. Und eine ganz wichtige Erwähnung direkt am Anfang des Videos, nämlich mein The Dreamer, so gesehen mein 7. von 6 Plätzen. Viele wissen, das ist mein absoluter Lieblingsduft. Immer wenn ich ihn trage, geht mein Herz auf. So ist es einfach. Ich wollte ihn jetzt im Video zwar erwähnen, aber nicht auf der Hauptliste so gesehen erwähnen. Deswegen hier auf jeden Fall mega geiler Duft. Ich weiß, viele von euch haben ja auch das Feedback geschrieben, dass sie sich den gekauft haben, den getestet haben und auch total verliebt sind, weil es einfach ein super toller Alltagsduft ist. Das aber so gesehen nur die Plus-1-Erwähnung. Jetzt möchte ich sofort reinstarten mit meinem 6. Platz. Das ist nämlich der Bulgari Wood Neroli, Bulgari Man Wood Neroli. Für mich ist das hier eine der besten Kopfnoten im Designersegment. Du hast hier eine Kopfnote, die so ein bisschen an Mandarino di Amalfi erinnert. Das heißt, eine sehr frische, orangige, leicht grün, zestige, sage ich mal, Kopfnote, die super, super, super geil ist. Und der Duft ist für mich persönlich eine ganz tolle Sommerempfehlung für Leute, die eben so ein bisschen diesen Mandarino di Amalfi-Vibe haben möchten, aber eben nicht das Geld dafür ausgeben möchten. Wie gesagt, hier Bulgari aus dem Haus LVMH, das heißt Louis Vuitton, Moët Hennessy. Keine Sorge, kein Fake oder sowas. Ne? Also da, die kopieren jetzt nicht irgendwie bei Tom Ford. Aber ein ganz toller, hochwertiger Duft, der eben so eine total geile Kopfnote hat. Ne? Ich sprühe mir das auf und es ist einfach schön. Du siehst dich sofort am Strand und ich glaube, das macht der Duft einfach total gut in einem relativ günstigen Preissegment für Designer. Es ist vollkommen okay. Ja, mein 5. Platz, das ist tatsächlich der einzige auf der Liste, der so ein bisschen von dieser zitrischen, frischen Kopfnote weggeht. Nicht ganz, aber größtenteils. Das ist nämlich der Valentino Omo Intense. Wir haben hier einen sehr puderigen, intensiven Duft, der, wie gesagt, mit der Einschränkung auch eine leichte Zitrik mit drin hat. Oftmals wird ja erwähnt mit dem Givenchy Gentleman und dem Dior Homme Intense. Und das sind auf jeden Fall beides holzigere, tiefere, maskulinere Düfte. Und das ist halt so ein Duft, wie gesagt, durch diese Iris, durch dieses leicht holzige da drin, durch dieses extrem breit ausufernde, ist der halt sehr heimelig, ist der sehr wohlig. Und das ist halt was du dir aufsprühst und du fühlst dich so ein bisschen getragen auf so einer Wolke, sag ich mal. Und das klingt jetzt total romantisch irgendwie, das soll es jetzt gar nicht sein, aber dieser Duft ist halt dadurch halt super, super alltagstragbar, super angenehm und das ist auch so ein Komplimentmagnet. Ne? Viele, die den tragen, sagen, dass sie dauernd darauf angesprochen werden. Das ist so ein bisschen wie mein Luna Rossa Sport. Der hat ja auch diese Iris-Puderigkeit mit drin. Das ist bei dem Valentino Omo Intense genauso. Das ist für viele auch eben genauso so ein Wohlfühlbett, sage ich mal. Es ist halt sehr weich, sehr angenehm, sehr puderig und das ist halt was nicht nur viele Komplimente bringt. Darum geht es ja heute eigentlich nicht. Aber was mir persönlich auch immer so ein weiches Bett einfach gibt, das ist einfach so ein total toller Wohlfühlbett. Und Confidence Booster Duft. Und meinen 4. Platz möchte ich eigentlich hier kaum erwähnen, denn das ist eigentlich schon zu schade um den Preis des Duftes. Das ist nämlich der Aventus, denn das ist einer der Düfte mit der für mich besten Kopfnote, die es überhaupt nur gibt. Viele werden jetzt sagen, die Haltbarkeit ist schlecht und der Duft hält nicht und so. Und das ist gar nicht das Thema. Tut er auch nicht unbedingt. Er hält jetzt keine 20 Stunden. Für mich habe ich aber herausgefunden, dass wenn ich mir das in diesem Travel Atomizer abfülle und dann eben, wenn ich irgendwo unterwegs bin, irgendwie halt diesen Confidence Boost brauche, mir das einfach mal 2-3 Mal hier einfach auf die Brust aufsprühe, ist diese Kopfnote halt sofort da. Die hält nicht unfassbar lange. Diese Ananas, fruchtig, frische, rauchige, einfach hochwertige, überhaupt nicht synthetische, sehr natürliche. Das gibt mir einfach so einen Boost. Ja, das ist einfach geil. Und vor kurzem auch Betriebsfeier. Ich stand da noch gerade in der Garderobe, hatte die Jacke an. Eine Kollegin wollte die gerade schon eigentlich in die Garderobe geben. Ich habe mal reingegriffen, dann 5-mal Aventus draufgesprüht und dann bin ich reingegangen. Ja, also das ist für mich so ein Duft, so wenn ich irgendwo hinkomme, dann sprühe ich mir das einfach auf, weil es halt einfach funktioniert. Wie gesagt, nicht lange, nicht 10 Stunden und so, aber die Kopfnote, ja, die gibt hier einfach Motivation, die funktioniert für mich persönlich sehr gut. Der nächste Duft hat auch eine ganz tolle Kopfnote, aber nicht nur das, sondern auch einen ganz tollen Try-Down, nämlich der Layton. Hier hast du so eine Mischung aus einer guten, zitrigen, angenehmen, fruchtigen Kopfnote, wie gesagt, wie bei Aventus, wie jetzt auch bei dem Wood Neroli, dazu aber auch eben so ein bisschen was Weiches, so ein bisschen was Zartes, wie zum Beispiel bei dem Valentino Omo, so gesehen ein Crossover, nicht, dass er riecht wie der ein oder andere, aber tolle Kopfnote, wie gesagt, dieses fruchtig-zitrische, das zieht halt immer und dazu eben noch diesen weichen Try-Down und für mich ist es persönlich einfach oftmals genau das, entweder ein ganz weicher Duft oder ein ganz hart trockener Duft irgendwie, was ja der Wood Neroli oder Aventus ja auch am Ende sind. Ganz, ganz, ganz tolle Düfte. Ja, mein 2. Platz, das ist heute ein Duft, der ganz weit oben auf dem Preisspektrum ist. Das ist nämlich der Elysium Cologne von Roger. Ich muss, glaube ich, keinem erklären, dass der Preis hiervon unfassbar hoch ist, aber hier wieder genau dasselbe. Du hast eine Kopfnote, also der hält auch ordentlich, ne, so ist es nicht, aber du hast hier eine Kopfnote, die einfach funktioniert. Super hochwertig, null Synthetik,
angenehm. Du hast hier so eine Mischung aus so einer leichten Pfeffrigkeit auf der anderen Seite, aber diese Zitrus, dieses leicht Grüne, was hier drin ist, und es wirkt halt einfach null synthetisch. Roger hat es einfach verstanden, Kopfnoten zu machen, die einfach super, super gut sind. Wir haben hier auch einen Roger-Duft, der eben nicht angestaubt, nicht alt, nicht erwachsen wirkt, sondern wirklich was man auch theoretisch mit 16, mit 20 tragen kann. Und für mich ist es auch was, wenn ich halt diesen Confidence-Boost brauche, nehme ich das. Ja, und es funktioniert einfach. Und mein erster Platz ist einer, den ich schon mal im Video Gute-Laune-Düfte ganz vorne erwähnt habe. Das ist nämlich der Eau d'Orangevert von Hermès. Das ist einer der absolut besten Designer-Kopfnoten. Ich habe das gerade eben auch schon bei dem Bud Neroli gesagt. Das hier ebenfalls eine der besten Designer-Kopfnoten, die du haben kannst. Dieser Duft hält, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde. Wirklich für alle Leute, die wirklich was Haltbares, Intensives suchen, überhaupt nicht das Richtige. Aber hier dieser Duft, du sprühst ihn auf und es ist einfach, also... ein Traum. Ist quasi so ein bisschen so ein 4711 Crossover mit dem Wood Neroli, also sehr zitrig, sehr frisch. Du hast hier eben, es steckt ja im Namen Eau d'Orangevert, ganz viel Orange, ganz viel grüne Komponenten mit drin. Und es ist einfach göttlich. Es ist einfach total göttlich. Dieser Duft, du sprühst ihn auf, er ist quasi direkt mit dem Aufsprühen wieder weg. Gerade hält er noch ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, für allejenigen, die einfach so ein Confidence-Booster, ja? Wenn du irgendwie einen Vortrag hast, wenn du irgendwie wohin gehst in, weiß ich nicht, WG-Party, du bist total schüchtern oder sowas und eben nicht viele Komplimente haben möchtest und irgendwie raumfüllend und sowas, sondern einfach so ein Confidence-Booster, so jetzt geht's los, ist das, glaube ich, was ganz vorne steht. Sprühst du dir auf, ein bisschen auf die Brust oder sowas und dann geht's einfach los. Ja, es geht ja auch nicht immer um Komplimente, sondern es geht auch einfach darum, dass du einfach manchmal einfach gut auftrittst, dass du selbstbewusst auftrittst und das tust du nicht immer mit Komplimentdüften, manchmal auch natürlich, je nachdem, wie sie dir gefallen, aber gerade mit Düften, die einfach eine super geile Kopfnote haben, die super gut funktionieren. Wenn du dir aufsprühst, wie bei mir eben Aventus zum Beispiel, sprühe ich mir auf und es funktioniert, es ist einfach ein super, super gute Laune, super Confidence-Booster-Duft. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welcher Duft da bei dir in die Kategorie reinfällt und welche du da empfehlen kannst. Danke dir fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.